Die Gruppenphase hat nun endlich begonnen. Ich bin Wolf Fuß und zusammen mit Hansi Küpper werde ich das Spiel kommentieren. Hansi Küpper, was erwartest du von diesem Spiel? Sie werden ihr Kombinationsspiel probieren und Rhythmus ins Mittelfeld bringen. Das Mittelfeld ist heute der Knackpunkt, denke ich. Das ist die Aufstellung. Und los geht's. Da schnappt er sich den Ball. Richardson. Zurück zum Goalie. Ball ist im Aus. Einwurf. Angelangt. So was wollen wir hier gar nicht sehen. Unfaire Attacke. Freistoß. Und jetzt Karagounis. Und er verliert ihn. Jetzt müsste es mal schnell gehen. Unnötiges Foulspiel. Es gibt Freistoß. Diese Karte überrascht mich nicht. Da spielt der Ball nun wirklich gar keine Rolle. Also da darf er sich nicht beschweren. Der Ball fliegt in Richtung Zentrum. Diesmal per Kopf. Er trifft. 1:0. Da zeigt er, was er drauf hat. Also man kann wirklich nicht behaupten, dass sie ihn hier aus den Augen verloren hätten. Im Gegenteil. Sie waren ganz nah dran und er hat es trotzdem gemacht. Freunde, wenn man sich's malen will, dann doch so, oder nicht? Sie haben die frühe Führung geschafft. Wenn Sie sich darauf jetzt ausruhen, dann sind Sie selbst schuld. Und die Flanke. Anzusehen. Er kriegt ja den Ball.
zweiter Schuss aufs Tor. Also für mich ist die Sache klar. Es gibt den Strafstoß. Es war ein eindeutiges Foul, gut gesehen vom Unparteiischen. Das ist die Möglichkeit, noch einen draufzusetzen. Eiskalt verwandelt, Vorsprung ausgebaut. Der lässt da keine Zweifel aufkommen. Du brauchst eine Menge Selbstvertrauen. Du musst cool bis aufs Blut sein. Dann und nur dann schießt du einen Elfmeter auf diese dreiste Art und Weise. Freunde, 2-0 jetzt also. Das ist doch jetzt ein komfortabler Vorsprung. Eigentlich muss das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Saubere Annahme. Und er macht sich den Weg frei. Und er verzieht. Da sieht man mal wieder, wie konterstark diese Truppe ist und mit etwas Glück hätten sie das Tor auch gemacht. Gut gekontert, nicht gut genug abgeschlossen. Karagulis. Da war's. Unfaire Attacke, Freistoß. Jetzt will er das wissen. Es gibt Ecke, mal sehen, ob sie diese Chance nutzen können. Das ist ein schwacher Befreiungsschlag. 15 Minuten sind gespielt. Das sieht gut aus da draußen. Er bringt die Flanke. Gut abgewehrt diese Flanke. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Oder Jäger. So geht schnelles Kurzpassspiel. Hier ist Sackgasse. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Er kommt wunderbar durch. Das kann interessant werden. Kommen Sie jetzt durch? Nicht im Abseits. Flach in die Mitte. Der ist irgendwie verunglückt. Also so kann das nichts werden. Wenn sie die Bälle einfach nur hinten raushauen, dann kommen die natürlich wie von einer Gummiwand zurück. Da müssen sie eigentlich mehr draus machen. Ja, definitiv. Das ist eine Konterchance und sie müssen es einfach schneller lösen. Und er bezieht seinen Keeper ins Spiel mit ein. Pinto. Jetzt könnte es mal schnell gehen. Das sieht gut aus. Der Assistent lässt die Fahne unten. Und Schuss! So eine großartige Gelegenheit und so kläglich vergeben.
Wenn sie so weitermachen und sich keine Freiräume erarbeiten, dann kriegen sie auch keine Chancen mehr. Er steckt ihn durch. Und der geht aufs Tor. Und jetzt Berbatov. Da fehlt der Wille zum Tor. Sie halten den Ball ja nur. Petric. Und jetzt Berbatov. Er läuft weiter mit dem Ball. Berbatov. Weiß nicht, ob das so gewollt war. Noch gut 15 Minuten in der ersten Hälfte. Riese. Versucht weiterzukommen. Versucht die Gasse zu finden. Pinto. Nee, der Ball ist weg. Der Ball kommt in den 16er. Gut verteidigt. Sie versuchen es, sie wollen das Tor, aber es fehlen einfach die Mittel. Richardson. Oder Jäger. Bringt ihn in die Mitte. Erstmal zur Ecke geklärt. Er schlägt ihn in die Mitte. Er bekommt den Pass in guter Position. Gut abgefangen. Er will mit dem Kopf durch die Wand und seine Mannschaftskollegen sind richtig sauer auf den Flügeln und das völlig zu Recht. Berbatov, da ist er dran. Er versucht ihn da durchzuspielen. Nur noch 5 Minuten bis zur Pause. Pinto. Wunderbare Kombination. Pinto. Das ist eine gute Chance. Und jetzt Karagounis. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Und mit dem Pausenpfiff des Unterbayerischen gehen wir jetzt in die Pause. Die Mannschaft spielt stark, der Trainer ist hochzufrieden, das Ergebnis stimmt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich hier im zweiten Durchgang noch Grundlegendes ändert. Mit einem 2:0 gehen sie.